erstmal herzlich willkommen zu Mai Bonsai & Koi. Ja, ihr seht, ich bin heute im Schmuddel, im Schlapperlook, denn heute geht es nicht mit oder an Bonsai, sondern heute geht es um eine Aktion für meine Bonsai. Und ich habe hier mächtig viel Material liegen und zeige euch jetzt einfach mal, was ich vorhabe. Ja, konkret geht es um diesen Bereich hier unter meinem Magnolienbaum, direkt am, ja, an der Filterterrasse, nenne ich sie jetzt mal. Hier habe ich ein Riesenproblem, denn hier wächst mir kein Gras. Halbschattiger Platz, ja, nicht so arg viel Sonne und daher eigentlich, so dachte ich mir dann, hoppla, da könnte man doch was für die Bäume tun, die richtig Lust auf genau diesen Standort haben. Ja. Wie ihr seht, habe ich schon, naja, zu Verkaufszwecken ein Stück weit vorbereitet oder vorgearbeitet. Ich habe mal mit meinem restlichen Teichvlies vom Teichbau habe ich die Zone fixiert, markiert und wie ihr an den Regalen erkennt, sind da auch schon das ein oder andere Mal Bonsai gestanden. Übrigens, Bonsai, gutes Stichwort, wo sind die eigentlich? Ja, wir haben Mitte August und eigentlich eher Herbstwetter, aber das wundert uns dieses Jahr ja nicht. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, seit gestern habe ich jetzt noch eine Woche Heimaturlaub sozusagen und naja, wer mich kennt, der weiß, da muss was gemacht werden. Ja, hier sind meine Bonsai in ihrem Urlaubslager. Das hat bestens funktioniert, super Wachstum, alle gut über die Zeit gekommen. 2 Wochen wurden sie von meinem Gardena-Assistenten bewässert, 2-mal am Tag. Also alles im grünen Bereich. Gehen wir zurück zur Baustelle. Ja, und da kann ich euch schon mal ein klein wenig was zeigen, nämlich das, was ich vorhabe. Ich werde diesen Bereich hier jetzt ein Stück weit abgraben und ihn dann mit diesen Pflastersteinen hier besetzen. Das ist ja natürlich nicht alles. Das war das, was ich im Auto transportiert habe. Der Rest ist da hinten noch im Obi-Anhänger drin. Und wie das dann aussehen soll, das kann ich euch wiederum hier zeigen, denn da habe ich diese Pflastersteine auch schon verlegt. Die gefallen mir unheimlich gut. Irgendwann soll auch mal der ganze Weg hier pflastersteinig werden, aber das wird ein anderes Projekt vermutlich, naja, vielleicht im nächsten Jahr. Ja, was mache ich jetzt? Ich werde hier abgraben, gar nicht so tief, die Steine sind 8 cm hoch, das heißt, ich werde mich so in 11, 12 cm Tiefe begeben, dann lege ich das Vlies in den abgegrabenen Bereich und dann werde ich da mit so schwarzem Basaltsplit, so habe ich es an der im Bereich unten am Carport auch gemacht, werde ich da die Steine reinsetzen. Der Boden, der liegt hier inzwischen seit über 20 Jahren, der sollte gut gesetzt sein und natürlich auch ein Punkt, warum ich nicht so tief gehe, um, naja, das Bett für die Steine zu machen. Es wird hier ja nicht viel Bewegung stattfinden, also es ist kein Weg, auf dem viel gelaufen wird. Nein, hier werden 1, 2 Regale stehen und ja, eigentlich erzähle ich euch schon wieder viel zu viel, denn ich möchte eigentlich schon in den nächsten, naja, in der Urlaubswoche auf jeden Fall fertig werden, inklusive Regale. Und deswegen nicht so viel Schwätzer, einfach mal schaffen, fangen wir an.
heute. 2,5 Tage hat das Ganze jetzt hier gedauert. Und ganz ehrlich, ich habe Rücken. Ja. Rücken, Schulter, Oberschenkel. Ach, ich habe alles. Aber ich habe auch ein Ergebnis, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann. Echt cool. Und ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal ein bisschen mehr im Detail. Ja, das war jetzt nochmal eine heiße Angelegenheit zum Schluss. Aber ich wollte das Abflammen einfach mal probieren. Ich habe es in vielen Videos schon gesehen. Zum einen gefällt es mir unheimlich gut. Zum anderen soll es ja ein bisschen vor dem natürlichen Verfall schützen. Und ich hatte hier verschiedene Holzarten. Das fällt jetzt wirklich keinem Menschen mehr auf. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier unten noch so ein 2 Palisaden reingetan. Einfach als Sicherheit, damit mir das Ding nicht umfällt. Und das Ding steht auch tatsächlich, naja, sagen wir mal, fast im Wasser. Und wie ihr während dem Video sicherlich gemerkt habt, ich habe jetzt hier keinen großen Wert auf die Geradlinigkeit gelegt. Nee, ich wollte es echt ein bisschen ausgefallener, ein bisschen krumm, das passt zu mir. Und ja, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal erstmal unter die Dusche. Denn es ist inzwischen fast 7, aber ich will heute unbedingt hier noch zumindest mal eine Handvoll Bonsai draufstellen. Ob ich hier heute noch aufräume, naja gut, die elektrischen Geräte, die räume ich noch weg. Und ansonsten ist morgen ja auch noch ein Tag. Aber jetzt erstmal unter die warme Dusche, dann schnappe ich mir ein paar Bonsai und dann zeige ich euch das einfach nochmal
mit Belegung. Mein neues Regal und meinen neuen Platz hier. Direkt am Teich, direkt am Filter. Oh, das hat gut getan. Und das war dringend nötig. Eine warme Dusche und ihr müsst mir verzeihen, ich muss mich hinsetzen. In meinem Alter sind 3 Tage so eine Arbeit dann doch schon ganz schön anstrengend und hinterlassen ihre Spuren, aber es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich bin auch total zufrieden mit meinem neuen Bereich und ihr seht, ich habe inzwischen so ein paar Bäumchen mal probeweise hingestellt. Das ist keine Endversion, das ist jetzt einfach mal so in mein Sommerurlaubsversorgungslager gegriffen. Die brauchen auch den ein oder anderen Rückschnitt, wie ihr erkennt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Zum einen hier auf meiner linken Seite, da ist noch ziemlich viel Platz. Da habe ich einen Gedanken, da habe ich eine Idee, aber das wird eine andere Geschichte. Aber ich kann es euch versprechen, die wird spannend. Das wird mal was ganz anderes. Hoffe ich zumindest, dass es euch gefällt, wenn es dann soweit ist. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch erschöpft Danke zu sagen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal nicht mit oder an Bonsai im Video zur Sache ging, sondern mehr oder weniger eher Platz für die Bonsai und Projekte. Ich werde euch noch, mache ich aber nicht mehr heute Abend, ich hoffe mal, dass morgen früh der Sommer mal ein bisschen mehr so ist, wie wir uns ja eigentlich alle wünschen und vorstellen. Dann kommt nämlich hier am Morgen so die Sonne runter und da werde ich ein paar Momente in diesem neuen Bereich für euch einfangen. Die setze ich hinten dran ins Video, so als ein paar Impressionen. Und da werde ich ein Bäumchen verstecken, das kennt ihr bisher nicht. Ich bin mal gespannt, ob ihr rausfindet, welches das ist. Und ja, das war's. Dieses Mal bei My Bonsai & Koi. Ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem mal etwas anderen Video, aber ganz klar trotzdem Thema Bonsai. Ja, macht's gut, passt auf eure Bäume auf und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei My Bonsai & Koi. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.